Ja, ob die Demokratie mit diesem Begriff verbunden werden kann, weiß ich nicht. Aber man kann das ja auch im Sinn von Glück haben, Schwein haben, verstehen. Und da habe ich als Schweizer in verschiedenen Abstimmungen doch die Erfahrung gemacht, dass man mit der Volksdemokratie sehr oft mehr Glück hat als mit Entscheiden von Politikern. Zum Beispiel hätten die Politiker durch Zürich hindurch eine Autobahn gelegt, das sogenannte Y. Und die klugen Stimmbürger haben gesagt, mit uns nicht, wir wollen den Limmatquai behalten. Das ist dann wirklich, wenn man das hört am Abend, die Stadt wird nicht zerstört, sie bleibt so, wie sie ist. Das ist Glück.